glaube, ich habe noch nie in meinen Streams und auf Matti-Kanal auf CEO reagiert. Dabei gucke ich CEO schon seit sehr langer Zeit sehr gerne. Jahre mittlerweile. Der macht wirklich gute Videos und ist sehr underrated, finde ich, auf YouTube Deutschland. So in letzter Zeit, glaube ich, kriegt er wieder so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und das finde ich auch absolut verdient. Und ich würde gerne CEOs Video gucken zum traurigen Ende von Bibis Beauty Palace. Bibi ist ja echt Influencerin Nummer 1 gewesen, viele Jahre, Bestverdienende und die mit der größten Reichweite und alle kannten sie und sie war ein richtiger Promi in Deutschland. Also alle Frauen unter 25 damals, alle kannten Bibi. Gab nicht eine Frau unter 25 und ein Mädchen, die Bibi nicht kannten zu der Zeit. Das war unnormal. Und jetzt ist sie ja seit, ich glaube, 2 Jahren von der Bildfläche verschwunden, weil es die Trennung gab von ihrem, oder die Scheidung sogar, von ihrem Ehemann Julienko, mit dem sie 2 Kinder hat. Und seitdem, Julienko macht er jetzt einfach weiter mit ganz anderem Content und macht jetzt so einen auf Finanzguru kommen die Gruppe Scam Zeugs und seine neue Freundin macht Werbung für illegales Glücksspiel. Bibi ist komplett von der Bildfläche verschwunden. Die hat jetzt 2 Jahre lang sich, glaube ich, gar nicht mehr gemeldet. Und dieser ganze Rise and Fall, den ich euch jetzt in 3 Sätzen zusammengefasst habe, den dürfte CEO jetzt in einer halben Stunde aufgearbeitet haben. Lehnt euch zurück, schnappt euch ein Holy, vielleicht einen von den beiden neuen limitierten Sorten. Und wir öffnen noch Türchen Nummer 2 vom Holy Squad Adventskalender. Und eine Probierpackung vom Kaktus Feigekamel. Einer der besten Geschmäcker, finde ich. Danke an Holy fürs Unterstützen meines Adventskalenders. Prost! Oh. Und zur coolen Weihnachtsaktion geht's in der Videobeschreibung. Hast du Herpes? Piss mir ins Gesicht. Ja. Also, nein, ja. Ja, Leute, wir haben uns letztens ja das traurige Ende von Ai Bladi angeschaut und sind da in völliger Nostalgie versunken. Ich meine, Dönerbuden Ali, die Bücherclubzeit, der Beef mit Tanzverbot. Weißt du, dass du jetzt hier nach unten guckst, weil du gerne meine Brüste sehen wollen würdest, aber ich werde die Kamera nicht höher machen. Komm schon, komm. Ach, komm. Dicker, das waren wilde Zeiten. Oder auch der Drachenlord. Danke dafür, Ai Bladi. Danke dafür, Ai Bladi. So, Leute, Forza ist runtergeladen, ne? Doch genau unter diesem Video stand ein Kommentar mit dem Vorschlag. Mach doch mal das traurige Ende von Bibis Beauty Palace. Hm, weiß ich nicht. Muss das? Ich meine, Bibis Beauty Palace ist doch einfach nur eine Geschichte aus lauter Hauls, Boyfriend-Tags, Challenges und halt eine Menge Schminki-Schminki, oder nicht? Nee, ein Deep Dive wäre schon sehr spannend, wenn er jetzt so richtig reingeht in die Materie, weil Bibi ja eine heftige Geschäftsfrau ist, Schrägstrich war. Ja, am Arsch! Leute, ihr könnt es gerne leugnen, wenn ihr wollt, aber natürlich ist diese Frau auch ein ganz großer Teil von YouTube Deutschland gewesen. Ich meine, 5,7 Millionen Abonnenten und 2,8 Milliarden Views! Hallo, meine Lieben, und willkommen zu meinem neuen... Sie ist die Frau mit dieser bezauberten Lache. Sie hat das Video mit den meisten Dislikes in Deutschland. Sie führte jahrelang die wohl kitschigste Beziehung aller Zeiten. Sie ist die Frau der Einbauschränke. Genau. 40 Meter Einbauschränke. Die mit den glorreichen Fernsehauftritten. Da verdient ihr ja wahrscheinlich auch ein bisschen was mit dem YouTube-Kanal, oder? Ja, also man verdient schon mit YouTube was, aber das ist auf keinen Fall der Grund, warum wir das machen. Junge, sie hat ein Imperium aufgebaut. Und überleg mal, mehrere Milliarden Views. Wenn du nach damaliger Rechnung, so vor 6, 7 Jahren, hast du so für 1000 Views 1 bis 2 Euro bekommen. Rechnen wir mal 1 Euro. Wie viele Views hatte sie jetzt insgesamt? 2,8 Milliarden. 2800 mal 1000, korrekt. Habe ich gerade einen Denkfehler? Wenn es nur 1 Euro pro 1000 Klicks gewesen wäre, dann wäre es ja ein Tausendstel von 2,8 Milliarden. Also 2,8 Millionen. 2,8 Millionen Euro alleine Google Ads. Wenn es nur 1 Euro gewesen wäre pro 1000 Klicks. Bibi war aber damals Königin des Videos auf 10 Minuten und eine Sekunde Strecken, sodass du Zusatzwerbung schaltest und er das Doppelte, Dreifache und Vierfache verdient hast. Das waren vielleicht auch schon 10 Millionen Euro, die sie in den ganzen Jahren nur durch Google Ads bekommen hat. Sie hat Bilou gegründet. Damit würde ich schätzen, locker einen 2-stelligen Millionenbetrag an Gewinn gemacht. Locker. Ja, genau. Halt die ganzen Placements, ne? Es waren ja ohne Ende Placements noch. Überall. Also Placement könnt ihr immer rechnen, Leute, in der Reichweite machen mit Placements auch immer noch mal mindestens das 5-fache von dem, was YouTube so zahlt über die Google Ads. Also, die hat schon mindestens 2-stellige Millionenbeträge in ihrer Karriere verdient. Vielleicht ist sie sogar eine von wenigen in Deutschland, die sogar 3-stellig, also könnte sein, will ich jetzt nur mutmaßen, aber ich würde es Bibi zutrauen, dass sie da mit dem ganzen Ding vielleicht sogar 100 Millionen gemacht hat. Könnte. Also, Geldsorgen hat die nicht, die Frau. Nein. Ach, als ob Bibi nur wegen Geld Videos gemacht hat. Im Gegenteil. Sie würde sofort Geld wegslappen, wie Luigi Daisys Elefantenhintern.
Boah, Alter, geil, ey. Also, wir begeben uns jetzt wieder auf eine richtig spannende Reise. Wer oder was ist Bibis Beauty Palace? Wie fing alles an? Wodurch kam ihr ganz großer Durchbruch? Und ganz wichtig vor allem natürlich, warum ist ihre YouTube-Karriere jetzt vorbei? Also zumindest lädt sie nirgendwo mehr seit über einem Jahr irgendwas hoch. Genau darum geht es jetzt. Okay, rein da. Seid ihr bereit, Freunde? Kopfsprung. Viel Spaß. Habt ihr damals mein Cover gesehen zu Wap Bap? Late at night, I grab my cards, but I can get no rest. Ja, oder? Erinnert ihr euch noch hieran? Das zieht sich auch sogar mit Hall. Da ist ein 30 Quadrat. Ballon. Okay, haben wir verstanden. Gut. Unsere Reise beginnt dieses Mal am 28.11.2012, also dieses Mal nicht ganz so früh. Nee, ich muss dieses Mal wieder irgendwie was lesen von, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Und schon nach 5 Tagen nach Kanalgründung kam das erste Video. Haare an der Kopfhautfläche. Warte, Bibi hatte damals ein Video, die besten Tipps fürs Fremdgehen. Also erstmal ist ganz wichtig, dass ihr die Bettwäsche immer dann wäscht, weil sonst riecht das nach eurer Affäre, ne? Hallo, ich bin Bianca und drehe heute mein erstes Tutorial für euch. Tutorial? Ich hoffe, meine Videos gefallen euch und ihr abonniert mich alle. Schon interessant, dass... Erster Satz in ihrer YouTube-Karriere. Man weiß noch gar nicht, was einen erwartet. Man weiß noch gar nicht, ist das guter Content oder nicht? Ist das eine gute Persönlichkeit? Ja, Leute, abonniert mich alle. Der Satz schon allein war, dass einfach alle abonnieren sollen. Also, hätte ich es auch so machen sollen? Probier's mal, Leute, abonniert mich alle. Also, scheißegal, ob ihr mich mögt oder nicht, das ist wurscht. Ihr müsst alle diese coole Animation hier euch geben. Ach ja, Leute, hier ganz kurz aus dem Off. Ich habe gesehen, es fehlen jetzt nur noch weniger als 5000 Abonnenten bis zum nächsten Meilenstein. Deswegen, komm, dieses Jahr kriegen wir noch hin, oder? Ich schaue noch sicher hier noch ein paar von euch zu, die noch nicht... Ihr wisst Bescheid, Freunde, rein da. ...Abonnenten sind, deswegen, komm, könnt jetzt. Wäre sehr cool. Würde mich sehr freuen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Wow, geil ab. Diese Windows Movie Maker Abspende oder iMovie. Aber ja, das war das erste Video. Beziehungsweise nein, es gibt tatsächlich noch ältere Videos, die schwirren halt nur so als Reuploads teilweise auf YouTube rum. Diese Videos gingen 2016 auf Twitter sehr stark rum, weil die Themenwahl in diesen ganz alten Videos sehr, sehr spannend war. Hallo, in diesem Video gebe ich euch ein paar Tipps, wie ihr euren Seitensprung verheimlichen könnt. Alter, genau das, genau die Videos meine ich. Bibi, was will, Piss mir ins Gesicht. Tatsächlich hat sich dazu sogar Bibi irgendwann mal geäußert und die Erklärung für diese Videos, die ist, ja, wirklich sehr spannend. Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Kannst du das bitte lassen? Es nervt. Gerne. Auf jeden Fall haben wir da zu diesem Zeitpunkt... Oh Leute, ey, Julian, ist so unangenehm, Digga. Ne? Ich find's so schlimm, die beiden zu sehen vor der Kamera. Oh, ich hab's damals immer gemieden, weil ich finde es so unangenehm, Digga. Der Typ ist einfach cringe auf zwei Beinen. Guck mal, achtet mal nur auf ihn. Meine Videoclips gedreht und an eine Firma verkauft. Wir haben auch wirklich schlappidare Summen von 3 bis 5 Euro. Nochmal, was? Sie hat Videos verkauft? Haben wir da zu diesem Zeitpunkt kleine Videoclips gedreht und an eine Firma verkauft. Wir haben auch wirklich schlappidare Summen von 3 bis 5 Euro, würde ich sagen, im Durchschnitt dafür erhalten. Oh, scheiße! Egal, darauf folgten ein paar weitere Videos, unter anderem ein paar DIYs. Und auch hier finde ich sehr spannend. Aber ich feiere ja die Captain Besowski Eule-Kopfmusik im Hintergrund. Hört ihr das? Spannend zu erwähnen, weil es hat mir noch gar nicht, dass ihr... Matti, sei willkommen, bist du bereit, Matti? Es scheint, dass nun die Zeit gekommen ist, da deine Abenteuer beginnen sollen. Dann von Anfang an ziemlich rabiat war es. Ohne Scheiß, ja teilweise 3 Videos pro Tag hochgeladen, was zum Geier. Die Aufrufe waren bestimmt nicht unbedingt extrem überragend, aber immerhin einen Monat später, also im Januar 2013, hatte sie dann die 500 Abonnenten. Ich habe heute meine 500 Abonnenten geknackt und ich bin so glücklich darüber. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass ich das heute schaffe. Stellt euch mal vor, da steht jemand hinter der Kamera und hat eine Waffe auf sie gerichtet, okay? Mit dem Bild im Kopf. Achtet nochmal drauf, wie sie das vorträgt. Ich habe heute meine 500 Abonnenten geknackt und ich bin so glücklich darüber. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass ich das heute schaffe.
Und ja, ich war eben in YouTube und habe das halt sozusagen live mit verfolgt, wie ich meinen 500. Abonnenten bekommen habe. Und ich möchte mich wirklich bei euch allen super herzlich bedanken. Habe ich wirklich, wirklich nicht mit gerechnet. Ja, also so richtig organisch war Bibi da. Meinst noch nicht vor der Cam. Also ich bin so glücklich. Nein, wirklich. Und hier ist es, das erste Video mit Julienko. Was könnte... Oh nein, oh Gott. Ja, cringe auf zwei Beinen, aber mit Schal. Stundenlang tun. Du könntest stundenlang Musik hören. Ja, Musik hören tue ich sehr gern. Putzen. Habe ich ein Talent und wenn ja, welches? Nein, nicht, dass ich wüsste. Alter, war Julienko eigentlich schon immer so gemein. Aber diese, ich sag jetzt mal, Pärchenvideos waren damals auf YouTube. Digga. Was sehr Neues. Somit kamen diese Videos um einiges besser an. Und so hatte sie im März schon 4.700 Abonnenten. Und genauso waren damals auch die Aufrufe, also immer so ein paar tausend Zuschauer, also die Community war hier schon mal so ein bisschen aufgebaut. Ab dann machte sie jede Menge Hauls, Tags und natürlich auch die ersten Challenges. Es gibt Leute, die finden das ganz unterhaltsam. Auch so ein guter Kommentar. Alle Backstreet Boys in einer Person. Auch hier merkt man schon, dass der Kanal eher so auf Quantität gesetzt wurde. Denn nach 4 Monaten hatte sie schon über 50 Videos hochgeladen. Das kennt man eigentlich eher vielleicht von Let's Playern vielleicht. Ach so, und das 50. war sogar schon ein Draw My Life. Das war in der 5. Klasse. Und hier habe ich mich dann auch prompt verliebt und ihr werdet es mir nicht glauben, in den Julian, meinen heutigen Freund. In der 5. Klasse war sie verliebt in den und hat ihn später geheiratet und die haben 2 Kinder zusammen. Boah, vergesst alles, was ich immer in meinen Matthias Kummerkasten Streams gesagt habe mit so Jugendliebe, die hält nicht ein Leben lang und so. Aber warte mal, die beiden sind geschieden, ne? Was? Bibi liebt Julian schon seit der 5. Klasse. Alter, die kennen sich ja schon richtig lange, deswegen... Alter, ist das krass! Die sind zusammen aufgewachsen, ne? Krass, Mann. Deswegen fanden auch viele die Trennung so schlimm. Achso, das war jetzt ein kleiner Spoiler, ne? Also dazu kommen wir später. Erst gab es die allererste Roomtour. Und gerade wenn man die anderen Roomtouren kennt, ist diese im Vergleich halt noch... Oh, ich vermisse diese Zeit von YouTube, als man sich einfach keine Mühe geben musste. Und ein Thumbnail für eine Roomtour, da konntest du dich einfach vor eine weiße Wand stellen und so dir vorstellen, dass du da nachher in Paint das Wort Roomtour hinschreibst und einfach so machen. Junge, das waren so gute Zeiten. Guck mal, gehen wir mal auf meinen Kanal, ja? Mein Matthias Berger Kanal, ja? Der damals Mr. Trick XL hieß. Guck mal, so sahen früher meine Thumbnails aus. Kartentrick, ja, einfach so ein Standbild aus dem Video, wo ich Karten habe. Psychotest, ja, ich sitze einfach vor der Kamera. Unlösbares Rätsel, einfach irgendein Moment aus dem Video, der gar keinen Sinn ergibt. Guck mal, hier habe ich angefangen, mir Mühe zu geben, ja? Mich rausgeschnitten, den Hintergrund gemacht, die Münze im Fokus, 500.000 Aufrufe. Schnellster Kartentrick aller Zeiten. Guck mal, einfach so. Mein Gesicht nimmt hier. Was zur Hölle, Digga. Das waren damals Thumbnails, ne? Psycho-Experiment und ich guck einfach wie der letzte Psycho. Asse herzaubern. Was ist das für ein Thumbnail? Das in besser könnte man auch heute noch so machen. Und das hat gezogen. Das hat damals funktioniert. Du musstest nicht so wie heute komplett eskalieren und ein Photoshop-Profi werden. Vergleich das mal damit, wie es heute ist, ne? Wie Thumbnails heute aussehen, ne? Wie viel Mühe man sich einfach geben muss, um diese Aufrufe zu bekommen. Die allererste Roomtour. Und gerade wenn man die anderen Roomtouren kennt, ist diese im Vergleich halt noch richtig niedlich. Und dann haben wir hier nochmal so eine gemütliche Ecke mit so einem coolen Sessel und ein Schuhregal. Ja, hier stehen unsere beiden Schreibtische. Der ist von meinem Freund und der kleinere hier am Fenster ist von mir. Und dann ein cooles Highlight aus diesem Zimmer, finde ich, ist diese Ecke hier. Ich mach mal eben die Tür zu. Ein cooles Highlight? So, dann steht da einfach noch ein Sessel. Das ist richtig. Oh, wow! Highlight des Spiels. Totales kranke Highlight, Mann. Ja, aber das finde ich wieder schön zu sehen tatsächlich. Also ich finde, das macht einen Menschen sehr sympathisch, wenn man so diesen Werdegang sieht und du siehst einfach so die erste Roomtour, siehst, wie man damals so gelebt hat auf so ein paar Quadratmeter. Bei mir nicht anders. Meine erste Roomtour war, guck mal, das ist das eine 24 Quadratmeter Zimmer. Ende! Schon krass. Die nächste Roomtour war hier eine Dreizimmerwohnung, dann die nächste Roomtour war hier eine Dreizimmerwohnung. Jetzt die nächste Roomtour, die ihr von mir sehen werdet, ist halt eine Haustour, ne? Das ist schon cool. Genauso auch bei Bibi dieser Werdegang, dass du zeigst, guck mal, hier habe ich angefangen und dann siehst du so im Laufe der Zeit, krass, da hat sich wirklich jemand was aufgebaut über Jahre hinweg. Das finde ich schon cool.
Aber auch hier merkt man schon, Roomtour, Boyfriend Tag, Challenges, Halls, das sind ja alles englische Begriffe. Also muss man nicht unbedingt Sherlock Holmes sein, um zu wissen, wo diese Formate alle herkamen ursprünglich. Was ist nicht so überraschend ist, weil zum Beispiel The Straw von Ape Crime kommt ja von Smosh. Die erste... Stimmt, actually. Habt ihr mitbekommen, dass Smosh ein Comeback gemacht hat vor einem halben Jahr? Bei Titi Parodie war ja auch eigentlich eine Idee von den Staaten. Selbst heute kopiert man da gerne mal was. Das ist eigentlich fast schon, ja, einfach gang und gäbe. Und der ganze Kanal von Naheem Sky, ne, dieses Erkenne den Format. Aber ich finde, es ist keine Schande, sich an Ideen zu bedienen, solange man halt sein eigenes Ding draus macht. Ich habe es euch neulich genauso erzählt, eben meine Herangehensweise für Videoideen. Wenn ich gucke, ey, Mr. Beast macht ein Video, $1 versus 1 Million $ Hotelzimmer, dann denke ich mir, boah, das ist so ein cooles Videoformat. Wie kann ich das in die Magie übersetzen und mache halt 1 Euro versus gut, weil mein Budget jetzt 2.000 Euro Zaubertrick. Das ist dann, okay, du nimmst die Idee, machst dein eigenes Ding draus, dann finde ich es voll in Ordnung. Solange du es nicht Wort für Wort 1:1 kopierst, wie Leon Mascher mit diesen ganzen Fake-Pranks, die einfach Wort für Wort aus dem Ami-Video, das schon fake war, einfach Wort für Wort geklaut hat. Das finde ich dann wieder cringe, ne? Hier ist es. Ende März gab es auch das allererste Video mit Dagi B. Hallo, meine Lieben. Hallo. Heute gibt es ein neues Video. Manchmal wird ja behauptet, dass Bibis Beauty Palace dieser Dame ihre gesamte Karriere zu verdanken hat. Und vermutlich könnte da auch was dran sein. Denn Bibi war damals noch unter 10.000 Abonnenten und Dagi war halt einfach schon 8-mal größer. Und da die einen zweiteiligen Haul gedreht haben. Aber Dagi hatte das Ganze auch nur Lion zu verdanken. So ein Ding ist das. Und Lion ist heute depressiv und lebt in einer WG mit einem Bre zusammen. Haben und die Zielgruppe ja sehr, sehr ähnlich ist, muss es doch ganz schön viel geholfen haben, oder? Schauen wir mal, das war Bibi vor dem Video und das ein paar Wochen später. Also ja, hat schon was gebracht, ne? Jetzt bräuchte man halt ein Paralleluniversum, wo Dagi halt eben keine Kollaboration eingegangen ist und eventuell Star Bibi auch geschafft, was ich nicht mal so als unwahrscheinlich betrachten würde. Eben, das ist es halt. Ganz häufig gibt es immer diese Vorwürfe, ja, du hast den ganzen Erfolg nur dazu verdanken, blablabla. Aber wenn es jemand schafft, daraus heraus richtig, richtig groß zu sein, ja, dann hat er sich das trotzdem selbst aufgebaut. Klar war das an einer Stelle ein Push. Das Mindset und so der, ja, das Feuer dahinter war da und der Arbeitsantrieb war da. Ja, dann wäre es halt etwas später auf die gleiche Größe hinausgelaufen in den meisten Fällen. Ne? Weil Bibi war schon so ein ganz eigener, sehr spannender Charakter. Die sind einfach geil. Überlegt mal, 3 Euro für so Schuhe. Ganz ehrlich, dann sind die mir auch nicht zu schade. Nee. Dafür, wenn die mir mal kaputt gehen. Ganz ehrlich, 3 Euro. Oh je, ob das die Kinderarbeiter auch so sehen? Ui, Memo, was ist denn das? Ein Talk über Vertrauen und Eifersucht? Da müssen wir doch mal reinhören. Bei mir war das so, dass der Julian vor unserer Beziehung sehr viel Kontakt zu anderen Mädchen hatte, also einfach zu vielen Mädchen. Und der war natürlich auch noch da, als wir dann zusammengekommen sind. Und die haben sich dann halt auch teilweise, ja, lieb dich oder so abends geschrieben. Hat sie das wirklich gerade gesagt? Das hat die nicht gerade gesagt, oder? Doch, ich glaube, die hat es gerade gesagt. Ist mit Bibi zusammengekommen, hat anderen Mädels noch lieb dich geschrieben? Ernst, dass die das gerade gesagt hat? Sie jetzt! Nee, aber ohne Scheiß, wenn jetzt meine Freundin mit anderen Typen ich liebe dich schreiben würde, oder lieb dich zumindest, da würde ich schon halt das Beziehungsmodell so ein bisschen hinterfragen. So, doch jetzt kommen wir zu ihrem ganz großen Erfolgsformat. Doch an der Stelle ganz kurz, Leute. Es ist ja bald Black Friday und deswegen... Leute, es gibt jetzt extrem heftigen Rabatt bei Just Legends. Also alle, die schon immer mal die Produkte austauschen. Ja, nee, CEO. Bei Holy, Digga. Nee, aber ganz ehrlich, ihr könnt natürlich trotzdem CEO unterstützen, ne? Natürlich kauft ihr bei Holy ein, ne? So ein Ding ist das. Ist sehr gut grafisch aufgelistet. Okidoki. Dann würde ich sagen, machen wir weiter, oder? Im September 2013 gab es das allererste Arten von Video. Ja, wer bei 10 Arten von an die Space Frogs denken muss, der irrt sich eigentlich auf irgendeine Weise. Denn die haben nicht pro Folge immer wieder mal über 10 Millionen Views gefarmt. Aber okay, dann schauen wir doch einfach mal in 10 Arten Schluss zu machen rein, oder? Der Besoffene. Ich mach Schluss. Was? Der Alkohol ist das so mit dir? Jetzt. Nein, bitte. Der Sentimentale. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich reagieren soll. Bist du denn gar nicht traurig darüber? Die Situation bedauere ich zutiefst. Wie viele Millionen Aufrufe auf die Kacke, Digga? Aber wo ist jetzt der Witz? Das verstehe ich nicht. Aber... Oh. Scheißegal, mit diesen, aber auch anderen Videos hatte sie bis Oktober, also nach 11 Monaten YouTube, schon 100.000 Abonnenten gesammelt. Ich habe
vor ein paar Tagen meine 100.000 Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal erreicht. Und ich war so unglaublich gerührt, als ich diese Zahl gesehen habe. Ach so, und hier sieht man nochmal ganz gut die bis dato erfolgreichsten Videos von ihr. Und da merkt man schon so... Junge, Zeo hat einfach meine Musikbibliothek, ne? Das fällt mir immer wieder auf. Er benutzt Sims 1 Musik. Und guck mal, was habe ich hier in meinem Musikordner für einen Ordner? Sims 1. Was ihr gerade hört, ist, ich glaube, bei Mode 1, oder? Ja, Kindheit, Nostalgie. Dagi B hat schon gut was gebracht, so ist nicht. Und im November 2013 hat sie aber das Video auch gemacht. Jetzt nicht nur Sims, sondern Zelda Ocarina of Time Musik benutze ich auch gerne in meinen Videos. Wenn ihr jetzt noch Detective Conan Musik hier mit einbaut, dann mach ich mir aber Sorgen. Laden, welches sehr, sehr lang das erfolgreichste von allen sein sollte. 10 Arten von Pärchen, welches nach wenigen Wochen schon über 1 Million Views gesammelt hat. Also als Vergleich, sowas habe ich zum Beispiel nie hinbekommen. Also außer vielleicht hier mal, aber das ist ja auch ein 90-Minuten-Film. Also muss ja dieses Video voll das Brett sein, oder? Zuckermäulchen! Endlich sind wir wieder vereint! Meine Mäusepastete! Mein Glitzer! Kann er sterben? Mäusepastete? Meinst du, wir sollen Händchen halten? Ja, okay, aber nur mal das Kissen da! Wir halten Händchen! Kuscheltiere sind voll toll! Ich hab dich lieb! Ich dich auch! Ich hab dich lieb! Ich dich auch! Ich hab dich lieb. Ich hab dich mehr lieb. Ich hab dich am meisten lieb. Ich hab dich bis zum Mond lieb. Ich auch. Sind Frischverliebte so? Das verstehe ich nicht. Aber scheißegal, was du davon hältst, die Leute haben das wirklich tierisch gefeiert. Und so hatte Bibi im Januar 2014 schon 340.000 Abonnenten. Dadurch wurde sie auch so ein bisschen in der Szene bekannt als die Frau, die sich so vor ihr Ikea-Regal hinhockt und dann einfach herzeigt, was sie so gekauft hat und damit halt wirklich sehr viele Views farmt. Aber auch so Tags und Challenges, also was heute total normal ist, war damals was völlig Neues und das stößte schon manche so ein bisschen sauer auf. Es ist wertloser Humor. Es sind wertlose Videos, die hier stellenweise auf YouTube in den Himmel gelobt werden, weil sie mit überhaupt null Liebe gemacht wurden, sondern einfach nur zusammengeschissen und so unkreativ und so unpersönlich sind, dass jeder, der sich damit so ein bisschen auseinandersetzt oder der so ein bisschen Gefühl dafür hat, der im Strahl kotzen würde. Damals kannte man halt Waititi, Ape Crime, Iblali und diese ganzen aufwendigen Produktionen. Und dann kam einfach sie daher und schaffte genau das Gleiche mit viel weniger Aufwand. Und das fand manche halt ein bisschen uncool, aber andererseits kann sie ja nichts dafür, dass alle das sehen wollen. Also die Zuschauer bestimmen ja. Eben, das ist ein Ding von Angebot und Nachfrage, ne? Wie viel Aufrufe was hat. Von daher war es eigentlich sogar sehr gut, dass sie auf diese Form von Kritik nie eingegangen ist, weil was willst denn du sagen? So, hey, ich mach mein Content und Leute gucken das. Und hier ist der allererste Fernsehauftritt passiert. Ja, sie wurde zusammen mit Dagi B zu Stefan Raab in TV Total eingeladen. Wie viele Leute klicken im Durchschnitt auf eure Seiten? Also bei mir waren es jetzt letzten Monat 8 Millionen. 8 Millionen? Mhm. Weiß man genau, wer das ist? Sind das eher junge Mädchen, die die Tipps haben wollen? Oder? Ja, das weiß man. In den YouTube Analytics kann man das nachlesen. Boah, ich vermisse Stefan Raab, ey. Das Typen, die auf euch scharf sind. Alter! Ach so, und wenn man sich die Thumbnail zu der Zeit so ansieht, dann würde ich mir denken, ja, das ist vermutlich ein Kanal mit 10 Abonnenten und vielleicht ein paar Views pro Video. Stattdessen einfach 8 Millionen im Monat, also, wow. Natürlich kam dafür... Ja, das sind zu damaliger Zeit schon so 8.000 bis 16.000 Euro Umsatz im Monat gewesen. Bibi schon wirklich gutes Geld. Allein durch YouTube-Ads plus Placements plus eigene Marke und so weiter. Geld zusammen und gerade unter ihren Hauls waren auch immer alle Produkte brav verlinkt mit Affiliate-Link. Alle Sachen habe ich euch auch in der Infobox verlinkt, also schaut da auch einfach mal vorbei. Affiliate heißt, wenn ein Zuschauer davon was kauft, bekommt sie einen Teil von diesem Geld ab, also sie hat an der Stelle vermutlich mehr verdient als wir alle. Und schon im August hatte Bibi nach ein bisschen über 1,5 Jahren YouTube die 1 Million Abonnenten. Und damit hat sie auch Dagi B überholt. Das 1-Million-Special war ganz süß. Also einmal sah man so, wer die Zuschauer sind. Und dann haben auch noch einige YouTube-Kollegen ihr gratuliert. Hey, Bibi! Achso, das ist Lion TV. Der war früher recht groß auf YouTube mittlerweile. Der Captain Bisowski Eulekopf, da läuft wieder die Musik. Macht der kaum noch Videos. Herzlichen Glückwunsch. Luna Darko, auch früher sehr bekannt in der Szene. Zu Sascha und Paola, mittlerweile getrennt. Beide machen keine Videos mehr. Einer. Melina hatte einen Giga-Hype, die war sowas von bekannt, macht aber auch keine Videos mehr. Million! Halfcast Germany, also Simon Desio, macht auch keine Videos mehr. Alter, überall Ex-YouTuber in diesem Special, ist das
Ist das der Bibi-Fluch? Königlich! Aber noch etwas hat mich bei diesem Special stutzig gemacht. Ich verlose eine einwöchige Reise mit Julian und mir in die Türkei in ein 5-Sterne-Hotel. Und wir werden mit einem wildfremden Menschen eine Woche lang in der Türkei verbringen? Wir werden in eines der brandneuen Sun Connect Hotels von Neckermann reisen gehen. Genauer gesagt in Sun Connect SeaWorld Resort und Spa. Ist das gerade eine Produktplatzierung in einem Abonnenten-Special? Aber ja, na gut. 2015 hatte dann Bibi schon 1,4 Millionen Abonnenten. Und hier kam auch so ein bisschen die Vermutung auf, dass zwischen Dagi und Bibi so ein bisschen Beef herrscht, auch wenn sich keiner zu äußern wollte. Wieso fragt ihr eigentlich die ganze Zeit, was mit Bibi los ist? Ist doch alles okay. Wieso fragt ihr sie denn nicht einfach mal? Wirklich, hört doch einfach auf zu fragen. Ich habe meinen Teil dazu gesagt. Andere Person nicht. Sass. Bis dann. Oh, Junge. Herr Newstime für Aufklärung sorgte. Herr Newstime. Und nun war es irgendwann allgemein. Die Ereignisse überschlagen sich. Also, ja, pass mal auf. Großer Bruder. Du bist immer für mich da. Der Herr Newstime, Digga. Wir haben am 23. April 4000 Menschen versammelt und am 27. wird Artikel 13 niedergestreckt. Bekannt, dass beide nichts mehr miteinander zu tun haben wollten. Ebenso wurde spekuliert, dass beide einen Streit gehabt haben sollen. Und nun wissen wir, es gab einen Streit. Dieser Streit geht um den Fame, den Dagi B damals Bibis Beauty Palace gebracht hatte. Zitat Dagi B: Wir haben uns echt gut verstanden. Deshalb finde ich es schade, dass sie nie irgendwo erwähnt hat, dass ich ihr in ihren Anfängen so geholfen habe. Das stimmt doch gar nicht. Natürlich hat sich Bibi mal bedankt. Und einer Person möchte ich natürlich ganz, ganz besonders das danken, und das ist die Dagi, denn die hat mich so wirklich in das YouTube-Leben eingeführt und du hast mich so dolle unterstützt und dafür bin ich dir so unendlich dankbar. Aber das macht sie doch so viel peinlicher. Naja, ist ja auch. Egal. Bibi ballte fleißig weitere Videos und so hatte sie ganz schnell die 2 Millionen Abonnenten. Ich habe einfach vor 3 Tagen, glaube ich, jetzt meine 2 Millionen Abonnenten erreicht. Das ist so krass. So, meine Lieben, und damit sind wir jetzt bei der mega, mega, mega krassen Verlosung. Was? Wieder eine Verlosung? Das war aber noch nicht alles, meine Lieben. Denn der Saturn... Ja, meine Lieben. Köln hat auch mitbekommen, dass ich meine 2 Millionen Abonnenten erreicht habe. Hat gesagt, komm, Bibi, ich gebe dir auch noch was dazu. Und einfach in einem Video sponsert bei mehreren Firmen. In einem Video Placements für mehrere Unternehmen. Das musst du doch erstmal schaffen. Deswegen gibt es noch 2 Mega-Riesengewinne. Ist das wieder ein Placement in einem Abo-Special? Und es ist Betrug. Da, was ist das? Bibi, geht's nicht gut? Nee, keine Sorge, das ist nur ein sehr irreführendes Thumbnail und halt Titel. Und nein? Ja, und da ging's dann nämlich los. Das war die Zeit, wo ich auch immer für mich, ich saß hier zu Hause, also nicht hier, aber bei meinen Eltern habe ich noch gewohnt zu der Zeit und habe mir einfach nur gedacht, krass, das ist so ein Schmutz, ne? Mit so irreführenden Titeln und Thumbnails, so viel Clickbait, aber wirklich irreführender Clickbait, so viel Schmutz und damit zieht sie so viele Millionen. Das habe ich ihr dann nicht gegönnt. Mit so einem Video hier, ich kann nicht mehr, alles ist kacke, alles ist vorbei. So, mit so einem Kack und dann, ja, ich kann nicht mehr, ich habe voll viele Dokumente, die ich noch sortieren muss. Die 2,8 Millionen Aufrufe, die habe ich ihr damals nicht gegönnt. Mittlerweile, man wird reifer. Mittlerweile ist mir sowas egal, Digga. Also, wer auf sowas anspringt, das schreit ja Clickbait, ne? Also, das sieht schon so fake aus, dieses Thumbnail. Wer da dann draufklickt und denkt, oh nein, die arme Bibi, der ist selber schuld, Digga. Gut. Nee, keine Sorge, das ist nur ein sehr irreführendes Thumbnail und halt Titel. Und nein, ihre Brüste sind zu klein? Und ich fühle mich in meinem Körper wohl. Ja, ich weiß, ich habe nicht die größten Brüste, aber das ist völlig egal. Nee, Spaß, ihre Brust-OP dazu komme eh später und das hat nicht unbedingt was mit der Größe zu tun. Doch jetzt kommt ja die Zeit der Bibi-Produkte. Weiß ich nicht, Zio, müssen wir zu ihrer Brust-OP kommen? Einmal hier. Diese Marke heißt Bilou, aber ein normales Duschgel war mir dann doch ein bisschen zu normal und deswegen habe ich mich dazu entschieden, Duschschäume zu entwickeln. Tasty Donut heißt der und riecht so unfassbar lecker. Und dadurch ist alles eskaliert. Es gab dutzende Videos, die sich über Bilou irgendwie lustig gemacht haben. Riecht auf jeden Fall sehr markant. Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir aber Nebelneek sehen, oder? Ja, erinnert mich auf jeden Fall an Klostein mit ein bisschen AIDS. Body Trash hat 24 Stunden lang Bilou gesagt. Bilou, 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 Bilou. Und ist ausgerechnet in den letzten 4 Minuten eingepennt. Bilou. Mein Shop.
Obwohl das ein bisschen gespielt wirkt, oder? Ich habe das Video daraufhin ein bisschen untersucht und ja, ich kann hier und da so ein paar Schnitte finden. Also vielleicht war dieses Video auch nicht ganz so echt, aber Videos faken, das würde ja keiner machen, oder? Und auch Stefan Raab konnte es nicht lassen. Tasty Donut, das ist vielleicht eher deine... Tasty Donut. Ja! Oh. Lecker. Hast du es wirklich gerade gegessen? Bitte? Hast du es runtergeschluckt? Du hast doch gesagt, die Creamy Donut. Ist es das echte? Ja, was soll es sein? Ihr habt da Sprühsahne reingemacht. Was? Lass mal sehen. Das ist das echte Creamy Donut. Steht doch hier drauf. Creamy Donut. Ihr verarscht Tasty mich hier. Donut. Ich hab mich richtig erschrocken. Iconic. Und ja, als nächstes gab es ja dann auch noch das Bibi. Mann, ich vermisse den Raab so sehr. B-Phone, was eigentlich nur ein Nokia-Handy war, wo halt hinten drauf eine Bibi drauf gedruckt war. Ich habe dafür gerade 250 Euro ausgegeben. Und das ist Betrug. 2016 hatte dann Bibi schon 2,6 Millionen Abonnenten. Und da muss doch eine Kiss My Body Challenge her. 3, 2, 1. Ich glaube, es war dein Fuß. 3, 2, 1, jetzt. Du ekelhaftes Schwein. Du hast mir deinen Arsch ins Gesicht gedrückt. Nein! Oder wie wär's mit einem Ich bin schwanger Prank? Ich bin schwanger. Oder natürlich in Glitzerschleim. Julien, Kollege! Der wandelnde Cringe einfach. Ich bin schwanger. Nein. Einfach mal nein. Oder natürlich in Glitzerschleim baden. Also grob gesagt, einfach Content, den du dir schon immer gewünscht hast, oder? Mhm. Oder? Es gab weitere Bilou-Sorten und natürlich spawnt auch gleich wieder ein Nebelnik. Melonik. Und hier ist es, mit diesem Thumbnail wurde Bibi bei Ultratief erwähnt. Das Thumbnail, das den Zuschauern das Herz gefrieren lässt, weil man Angst hat, dass Bibi jetzt die Melina Sophie hat, darf natürlich auch nicht fehlen. Erst wenn man seinen Klick und die dritte Werbeunterbrechung hinter sich hat, wird einem klar, dass mal wieder die eigenen Erwartungen fehlgeleitet wurden, um Irrelevanz wichtiger aussehen zu lassen. Also ja, jetzt sind wir so ein bisschen in dieser Clickbait-Zeit von Bibi. Also nein, es wird sich gar nichts verändern, außer dass im Dezember mal ein bisschen mehr Videos kommen. Jula, was können wir verlosen in diesem Video? PlayStation. Und hier wird tatsächlich sogar Bibi... PlayStation. Julian! Fortnite! PlayStation! Julian, einfach so unangenehm! Bibis erster eigener Song schon angekündigt. Auf den könnt ihr euch alle schon mal freuen hier. Alles, was ihr tun müsst, um zu gewinnen, ist ein Bilou kaufen, Fernseher gewinnen. Kommentar zu schreiben. Mir war nie klar, dass es so viele Verlosungen bei Bibi gab. Egal, 2017 war Bibi bei 4,3 Millionen Abonnenten. Und wieder schafft es sie es, mit diesem Thumbnail dieses Mal bei Ultratief erwähnt zu werden. Es gibt einen Grund, warum wir gerade in Miami sind. Manövriert man geschickt um eine eigentlich doch so einfache Auflösung herum, um künstlich Neugier zu erzeugen. Generell scheint es irgendwie gerade sehr in Mode gekommen zu sein, auf zensierte Elemente hinzuweisen und mit ihrer eventuell folgenden Auflösung zu locken. Das weiß natürlich auch die Web-Videopreis-nominierte Bianca Heinicke und Photoshop deswegen ein komplett zusammenhangsloses Standbild ihres Videos auf einen vollkommen anderen zensierten Hintergrund. Eine Auflösung, die nie stattfindet. Im Endeffekt stellt sich heraus, dass die beiden mal wieder im Urlaub sind. Und wow, ein Was ist in der Box? Wir brauchen ein Best-of-Cringe-Momente von Julian. Oh Junge, das würde ich nicht überleben, ich bin ehrlich. Video! Auspieks. Nein, man muss da doller drücken. Au! Hä, bist du nicht erstaunt über meine Kreativität? Ich sag es mal so, Julian. Er verletzt einfach seine Freundin, Schrägstrich Verlobte, Schrägstrich Frau. Er findet sich, dass ich dich gerade voll kreativ so gewalttätig behandelt habe, oder? Oder? Das war schon kreative Gewalt, oder? Oder? Nico als Freund zu haben, ist echt eine bemerkenswerte Erfahrung. Und jetzt ist es soweit, darauf habt ihr alle gewartet. Hier kommt Bibis erster Song, Bab Bab. Das war auch ihr einziger Song, weil dieser kam überraschend schlecht an. Ich meine, 3,6 Millionen Dislikes, das ist wirklich lächerlich viel. Aber der klang auch nicht wirklich unbedingt überragend, also hätte der noch irgendwie noch schlechter sein können. It's late at night, I go to bed, but I can't get no rest. Gut, doch, es geht beschissen. Trotzdem ging das Video ab wie Schmitz Katze und brachte Bibi bestimmt gutes Geld. Und was mir generell auffällt, ist, dass viele gar nicht wissen, wie scheiße reich Bibi ist. Ich meine, wenn man sich so Room- oder Hoteltouren ansieht, dann merkt man einfach nur, was ist denn hier los? Ich meine, Dekadenz oder Luxus sieht man ja ganz gerne mal in der Influencer-Szene, aber das ist halt irgendwie nochmal ein ganz anderes Level. Style, was ich mega cool finde, mit einem...
Jetzt ohne Scheiß, was ist mit Julienko? Danke! Endlich hinterfragt das mal jemand. Was ist denn mit dem Typen gewesen? PlayStation. Und hey, schon wieder hat Bibi zu Ultratief geschafft. Wie viele Mal ist denn das jetzt schon? Dreimal hintereinander. Im Thumbnail benutzt Bibis Beauty Palace eine nicht angeschlossene Toilette in einem Baumarkt. Bibi soll einen Angestellten ansprechen, fragen, ob die ausgestellten Toiletten auch zu benutzen seien und darum bitten, eine ausprobieren zu dürfen. Sie würde sie im Nachhinein auch wieder reinigen. Ja, Bibi sitzt in diesem Video nie auf einer Toilette. Aber ja, ich glaube, die Zuschauer von Bibi, die waren mittlerweile auch nichts anderes mehr gewöhnt. Denn nein, es gab keine Hochzeit zwischen den beiden. Nein, Bibis Lippen wurden nicht aufgespritzt. Nein, Julienko hat keinen Antrag gemacht, welchen Bibi abgelehnt hat. Also vielleicht war es bis dahin einfach schon vollkommen normal für die Zuschauer. 2018 erreichte Bibi dann die 5 Millionen Abonnenten. Oh. Doch wie ihr dann schon auf dem Banner sehen könnt, passierte etwas. Plötzlich wurde ein mysteriöses Video hochgeladen, bei dem nur ein Flimmern zu sehen war. Dann ein weiteres mysteriöses Video mit einem Datum und einem Tic-Tac-Sound. Highly beängstigend. Natürlich gab es jede Menge Theorien, was jetzt genau los sein könnte. Und das wiederum hat dazu geführt, dass viele von ihren Fans... Ja, Newstime! Ich kann's nicht oft genug wiederholen. Wie hat es YouTube Deutschland geschafft, den wahrscheinlich uncharismatischsten und rhetorisch unbegabtesten Menschen zu einer Zeit lang den größten News-YouTuber in Deutschland zu machen? Wie war das möglich, dass der Typ... Ja, Leute, die Ereignisse überschlagen sich. Also, wo fangen wir denn an? Bibi? Ich versteh's nicht. Ich war immer der Mr. Trashback-Typ, ich auch. Denn dafür gibt's den Win der Woche. Zum einen verunsichert sind, zum anderen aber auch Angst um Bibis Beauty Palace haben. Und nach kurzer Zeit gab's dann endlich die... Klar hat man Angst. Logisch. Wenn ich in Lebensgefahr bin, ist doch klar, dass ich dann einfach so ein Video hochlade auf YouTube mit so einem rauschenden White Noise. Ein paar Tage später mache ich noch so einen Countdown, weil der Arzt hat gesagt, dann sterb ich, Digga. Die Auflösung. Es kam ein weiteres Video und ja, Bibi war schwanger. Das erkannte man daran, dass Julienko über den Bauch gestreichelt hat, diesen dann auch noch geküsst hat und damit es auch der letzte Vollidiot checkt, hat man nochmal so einen Herzschlag. Digga, dieser Bauchnabel, ne? Der war so ein Meme damals. Alle haben sich diesen Bauchnabel geschickt. Es gab so viele Bauchnabel-Edits damals. Ach, Sound gehört, damit klar ist, in diesem Bauch ist Leben, Leute. Habt ihr das auch sicher gerafft jetzt? Und das verletzte den Kanal Bibi total, weil jetzt konnte man sehr viel Schwangerschafts-Baby-Content machen. Das brachte Bibi einfach nochmal so einen richtigen Hype und so löste Bibis Beauty Palace Gronkh als größten YouTuber Deutschlands ab. Bibi wird mich überholen. Was heißt das? Ja, das ist alles, was es heißt. Denn im Grunde genommen hat Bibi dann einfach eine Zahl in einem Bereich, der größer ist als meiner. Hat sie, glaube ich, schon bei den Views. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube schon. Und im Grunde genommen, was ändert das jetzt? Und das ist alles, was es ändert. Junge, Gronkh, einfach zweiter Dennis. Alter, guck mal. Im Grunde genommen, was ändert das jetzt? Und das ist alles. Hä? Achte mal auf seine Mimik, ja? Haarleak oder was? Das muss ich rausschneiden, oder? Obwohl, eigentlich hast du ja schon Haarleak gemacht, ne? Ja, Mann. Alter, bist du heiser? Ey, ohne Witz, vor einer Viertelstunde war der Dex noch hier der aufgedrehteste überhaupt, ne? Auf keinen Fall! Ja, jetzt hab ihr habt die Mimik gesehen und jetzt guck mal hier. Im Grunde genommen, was ändert das jetzt? Und das einfach der Dennis! Alles, was es ändert. Und natürlich hat er damit vollkommen recht, es ist ja vollkommen egal. Die Zahlen außenrum, der Content allein zählt doch und nur das ist wichtig. Obwohl schon ein bisschen traurig ist, ne? Ah, halt's Maul. Aus jeder Kleinigkeit konnte man ein ganzes Video basteln, wie der Name des Kindes, welches Geschlecht, wie sieht das Kinderzimmer aus. Und natürlich auch jede Veränderung in der Schwangerschaft wurde dokumentiert. Selbst nach der Geburt kann man ja damit weitermachen, also Content zu finden war ab da aus, glaube ich, nicht mehr so schwer. 2019 gab es dann den ganz berühmten Fernsehauftritt bei Quizduell. Was gibt es offensichtlich nach Analyse von NASA? Messdaten natürlicherweise auf dem Mars. Ich hätte jetzt WLAN genommen. Hat sie das wirklich gerade gesagt? Das natürlich vorkommende WLAN, man kennt's. Das hat die nicht gerade gesagt, oder? Doch, ich glaube, die hat es gerade gesagt. Nicht ihr Ernst, dass die das gerade gesagt hat? Wieso? Aber war schon eine geile Antwort, oder? Ich meine, was kommt auf dem Mars natürlicherweise vor? Obwohl man trotzdem fairnesshalber sagen muss, die haben am Ende trotzdem das Duell gewonnen. Ansonsten ging es weiter mit Baby Nummer 2, also konnte man den gesamten Content einfach nochmal bringen. Denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song und los. 2020 gab es dann die ganz berühmte Haustour. Wir haben eine Wohnfläche von ungefähr 500 Quadratmetern.
Boah, das Haus war teuer, Digga. Das ist ja, glaube ich, in Köln, in dieser reichen Gegend, ne? Wo sowieso Grundstücke schon ultra teuer sind. Boah, 500 Quadratmeter Wohnfläche, Leute, das ist wild. Wir haben hier ungefähr 300 Quadratmeter und da ist schon eingerechnet eine Einliegerwohnung, die ich an Tobi noch, also wo Tobi drin wohnt. Und wir leben hier mit, ja, also im Haupthaus sozusagen, Roxy, ich, drei Kinder und Hund. Plus dann Tobi. Und das alles zusammen 300 Quadratmeter. Die wohnt zu viert auf 500. Boah, saftig, knaftig, Digga. Aufgeteilt auf drei Etagen plus Keller. Der kommt noch dazu. Und ein Auf- drei Etagen plus Keller? Was? Wie hoch ist denn dieses Haus? Hat die ein Mehrfamilienhaus gekauft und wohnt da mit ihrer Familie allein drin? Nutzbereich, sprich Garten und Terrassen und Balkonflächen, auch nochmal von ungefähr 500 Quadratmetern. 1000 Quadratmeter? Alter, ich denke, wie ich wohne, das ist schon ziemlich groß, aber das ist einfach mal sechsmal so viel. Einbauschränke, 40 Meter Einbauschränke, 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 auch wieder. Mit Einbauschränken. Ganz viele Einbauschränke. Beidenseitenschränke. Einen großen Einbauschrank. Dann hier wieder einen Einbauschrank. Sieht man wieder die Einbauschränke. Ist ja gut, wir haben es verstanden. Und dann, 2021, gab es einen ganz großen Aufschrei in der YouTube-Szene. Bibi wollte sich Brust und Nase operieren lassen. Der Wille danach und der Wunsch danach ist einfach jetzt mittlerweile so groß geworden. Manche fanden das doof, weil es halt einfach für junge Zuschauer kein gutes Vorbild ist, wenn man einfach, ja, sobald einem was nicht gefällt, sich operieren lässt. Andererseits ist es ja ihre Sache. Also hat sie plötzlich das Recht verloren, halt solche OPs in Anspruch zu nehmen, nur weil sie jetzt Reichweite hat, ich weiß ja nicht. Aber ja, egal, dazu gab es dann auch halt recht viel Content. Daraufhin habe ich dann verschiedene Sachen auch in Beratungsgesprächen anprobiert und habe mich... Anprobiert? Kann man das so da drüber dann anziehen? Sie beantwortet gerade Fragen, aber die Beantwortung, die sie macht, die macht für mich noch mehr Fragen. Was heißt anprobiert? Ich will auch Brüste anprobieren. Also will ich nicht, also es ist nicht, dass das jetzt mein Traum ist, sondern ich will einfach wissen, wie das geht. Ich will sehen, wie jemand Brüste anprobiert. Also ich... Guck mal, aber ich habe jetzt hier Pause gedrückt. Da sieht Rezo gerade aus wie unser Hund. Wir haben neulich nämlich von unserer Hündin Pino ein Foto geknipst. Moment, ich such's einmal raus. Einfach die dämonische Pino. Ich will auch nicht sehen, wie jemand Brüste anprobiert. Also es ist jetzt nicht eine Leidenschaft von mir, zu sehen, wie jemand Brüste anprobiert. Lass gut sein, Rezo, ne? Doch dann passiert es. Bibi und Julian trennten sich. Trotz jahrelanger Beziehung und zwei Kinder Junge, der Julian, Digga. Konnte die Liebe nicht halten. Und das brachte viele Zuschauer dazu, wirklich komisches Zeug zu schreiben. Digga, wie kann man nach 13 Jahren fremdgehen? Wer sagt, dass sie fremdgegangen ist? Hat doch niemand bestätigt. Mach mal lieber Statement-Video. Immer noch kein Statement. Statement! Leute, ich bezweifle stark, dass es noch mehr geben wird als diesen Text hier auf Instagram. Warum? Naja, Bibi hat noch nie Statements gemacht, weder fürs Bibi-Phone, noch für Wabab, noch für Bilou oder sonstige Kritik von irgendwelchen YouTubern. Sie hat immer einfach die Schnauze gehalten und ihr Ding durchgezogen. Die hat einfach gefühlt mit uns allen Schluss gemacht. Wer mehr davon hören will, gerne dieses Video hier auschecken, da habe ich alles Mögliche kommentiert. Aber seitdem ist komplette Funkstelle bei Bibi. Keine Uploads mehr bei YouTube, Instagram oder sonst irgendwo. Aber warum? Naja, genau kann man es nicht sagen, aber vermutlich will sie halt einfach eine Auszeit haben. Geld verdienen muss sie ja schon lange nicht mehr. Ich denke, das Geld reicht auch locker für ihre Kinder und Kinder noch, also die werden alle nicht arbeiten müssen, theoretisch. Wie viel Geld sie jetzt wirklich hat, das weiß auch niemand genau, aber... Gesamtvermögen wird auf 5 Millionen Euro geschätzt. Wahrscheinlich! Wahrscheinlich 5 Millionen, Digga! Junge, die hat mindestens in den ganzen Jahren, mindestens, sag ich jetzt, ich lege mich jetzt fest, mindestens 50 Millionen Euro verdient. Alleine Einkommen gehabt. Vielleicht sogar 100 Millionen. Locker. Und ihre Firma hat sie ja noch. Die Firmenanteile, das steigt ja über die Zeit, ne? Also ich sag jetzt nur, Geld verdient, Cash verdient, hat sie mindestens 50 Millionen. Locker. Einkommen, ja, ja, nicht Umsatz. Einkommen, locker 50 Millionen. Leute, 3 Milliarden Aufrufe auf YouTube mit Placements, mit Google Ads, mit ihrer eigenen Firma. Die seit Jahren am Eskalieren war. Nein. Ja eben, der hat doch irgendwie 5 Häuser oder sowas. Junge. Aber man kann sich vorstellen, es ist sehr viel, weil die ganzen Views, Bilou ist eine sehr, sehr erfolgreiche Marke, ja, und dann die ganzen Placements, wie zum Beispiel Shein, da kam bestimmt schon was zusammen, so ist nicht. Die Fans hoffen natürlich bis heute auf ein Comeback, ob es irgendwann mal eins kommen wird, keine Ahnung. Aber am Ende, ganz wichtig, schreibt mir mal eure Gedanken zu Bibi in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da und die letzten Worte überlasse ich dieses Mal den lieben Hubertus. Hast du Herpes? Piss mir ins Gesicht. Bibi, what the fuck? Das ist twitchy. Also ich finde es bemerkenswert so. Also ich habe Respekt vor dem, was Bibi so aufgebaut hat über die Jahre, auf jeden Fall. Und vor allem bei so viel Hate, den sie bekommen hat, dass man dann trotzdem sein Ding macht. Das finde ich positiv, das finde ich bemerkenswert. Ja, ich habe ein Problem mit diesen ganzen Irreführenden, mit diesen ganzen, oh, ich bin jetzt schwanger, ich schlachte meine Schwangerschaft komplett aus für Views und so weiter. So diese Methoden, wie es dazu kam,
die finde ich in großen Teilen schon sehr kritisch. Das ist nicht die Schuld von dem, der den Schmutz-Content macht, sondern von den Menschen, die Schmutz-Content gucken. Das ist klar. Ergibt absolut Sinn. Aber ja, gerade dieses Thema irreführender Clickbait und so, da habe ich ein sehr großes Problem mit. Vor allem damals auch gehabt. Aber so, das ist jetzt Vergangenheit. Keine Ahnung, wie sie es jetzt machen würde, wenn sie jetzt ein Comeback hätte. Was glaubt ihr? Glaubt ihr, sie würde nochmal ein Comeback machen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass sie jemals genau so weitermachen würde, wie sie es bisher gemacht hatte. Vielleicht neu, vielleicht auf eine andere Weise. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, die ist fertig mit dem Thema. Die hat ihre zweistelligen Millionen, vielleicht dreistelligen Millionenbeträge abgecashed. Ich glaube nicht, dass die jetzt noch auf Social Media zurückkommt. Props auf jeden Fall an CEO an der Stelle. Lasst gerne Liebe da. Und hier geht's zur Reaction vom ersten Advent, um den ersten Buchstaben ebenfalls für das Gewinnspiel zu finden. Für die Nintendo Switch. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, dann klickt auf jeden Fall auf das Video, um alle Informationen zu bekommen.